Und damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer Lil Plas mit einem Video für euch heute, Leute. Und zwar bin ich hier wieder in Battle Royale am Start. Wenn ihr schon jetzt verpasst wollt, genau, Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne Daumen rum, da das Leute mich ebenso freuen. Und ja, ihr seht schon richtig. Um was es heute geht, werde ich euch alles in diesem Video erklären. Und zwar, ihr seht schon richtig. Die Truhe ist einfach schon offen. Es sind nicht mal 24 Stunden vergangen. Jeder hat mitgeholfen. Eine große Menge an Leute haben mitgeholfen, um die Truhe zu öffnen. Und jetzt sehen wir da auch lauter Hände, wie ihr gerade gesehen habt. Und zwar ist das von Hades, dem, ja, Gott der Unterwelt. Jeder kennt Hades, man wird Hades kennen. Allein aus Herkules wird man ihn kennen. Ja, gescheit, was machen hier? Was? Der ist weg, der Kollege. Zack. Ne, jetzt ist die Truhe auf jeden Fall offen. Scheibe soll in Nullbauen. Soll sich verändert haben. Dadurch, dass das ja, Süßen-Thema ja jetzt Mythologie ist. Und wir eben die Truhe haben, die sich geöffnet hat, wird sich über die Dingsinsel lauter Naturkatastrophen ereilen. Und noch dazu hat es schon angefangen tatsächlich. Und zwar hat es angefangen mit, soweit ich jetzt das Ganze beurteilen kann, hat das Ganze mit Dings angefangen, also mit Null bauen, dass man da jetzt auch bauen kann. Das ist eigentlich schon schlimm genug, kann man sagen. Aber es werden wahrscheinlich jetzt im Laufe Ende der Season entweder oder in der neuen Season wird noch einiges mit dazukommen. Und ich schätze auch von Epic war das nicht so erwartet gewesen, dass die Truhe gleich innerhalb von nicht mal 24 Stunden einfach aufgemacht wird. Es ist wirklich schon heftig, wie viele Leute da mitgemacht haben. Aber ich muss tatsächlich sagen, was mir eher mehr auf die Nerven gegangen ist, ist einfach, dass Leute einfach hergegangen sind und wenn man selber da mitgeholfen hat abzubauen, mit Spitzhack und alles, dass die Leute dann so ehrenlos waren zum Teil und einen einfach entweder mit der Spitzhacke gekillt haben, aber auch mitgemacht haben, aber auch, dass halt Leute mal einen von weiterer Entfernung weggescoped haben. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, also ist schon ekelhaft, muss ich dazu sagen, sowas immer wieder zu machen. Jedenfalls, uns wird da noch einiges erwarten. Ob ich das noch mitbekommen werde, kann ich jetzt nicht sagen. Was ich aber auf jeden Fall machen will, ist noch dann im Laufe der Woche jetzt nochmal zu streamen, so ein kleiner Stream nochmal. Einfach auch, um das den Leuten bei mir im Livestream zu zeigen und einfach nochmal entspannt etwas zocken. Bevor die Season dann auch aufhört, ne? Wisst ihr selber. Weil die Season geht ja jetzt tatsächlich nicht mehr so lange. Die Season geht tatsächlich nicht mehr so lange. Die geht ja jetzt nur noch die kommende Woche und dann ist ja sowieso vorbei. Danke für das Stück hier, wenn ich es krieg. Danke. Auf Ehre. So. Ja, so viel dazu. Also die Truhe ist jetzt tatsächlich geöffnet. Wie ihr seht, da sieht man hier nochmal ganz speziell die Hände, die hier aus dem Boden rausragen. Also wunderschön. Aber auch auf der anderen Seite haben schon einige versucht, auch das Ganze aufzuhalten. Also, dass die Truhe geöffnet wird. Mein Stan hat auch mal für sein Video, hat er mal jetzt eine Pause eingelegt gehabt. Das habe ich heute tatsächlich auch schon angeguckt. Nur falls manche mich fragen sollten, was ich damit meine. Jedenfalls ist die Truhe jetzt offen und ja, der Strudel erstreckt sich immer weiter in den Himmel. Was uns für Naturkatastrophen jetzt erwarten wird, hat man glaube ich schon auf Twitter gesehen. Es werden Tornados kommen, alles mögliche. Bin mal gespannt, was das Ganze noch beinhaltet, wenn ich das überhaupt noch mitbekomme. Aber das wird man dann natürlich auch sehen. Viele werden jetzt so sagen, ey, Polaris, du wirst doch safe die nächste Season auch wieder am Start sein. Ich muss euch tatsächlich sagen, nein, so ist es nicht. Wo kann man eigentlich da rein? Oha, man kann hier einfach fliegen. Krass.
Kommt man noch weiter mit dem Stuhl hoch? Nee. Man wird wie mit so einem Windeffekt hier weitergetragen. Okay, das ist relativ nice, muss ich tatsächlich sagen. Aber ihr seht, die ganzen Ketten, die sind over. Da hat's die Kette abgebrochen, die ganzen Ketten sind zerbrochen und die Truhe ist jetzt offen. Ich habe auch tatsächlich vorher mehrere Runden gestartet, um mich selber davon zu überzeugen, dass es real ist, dass sie schon offen ist. Weil erstmal habe ich gedacht, das ist vielleicht nur ein Bug, weil Stan hat das auch schon gesagt, dass es ein Bug sei. Dann bin ich bei ihm auch in den Livestream reingegangen, habe mir das nochmal bestätigen lassen, dass die Truhe wirklich geöffnet worden ist und dass wirklich alle mitgeholfen haben und dass, ja, wie schon gesagt, die Truhe geöffnet worden ist. Aber man muss sich mal überlegen, nicht mal 24 Stunden sind vergangen und man muss sich mal geben, so viele Leute haben da mitgeholfen. Das waren 6 Billionen Schaden, die man an diesen Ketten machen musste, um die Pandoras Box zu öffnen. Und jetzt ist er einfach schon offen, nicht mal nach 24 Stunden. Also das ist halt schon ziemlich, ziemlich heftig, muss ich sagen. Ist auch sehr, sehr nice, finde ich tatsächlich, weil ist auf jeden Fall richtig hart reingegrindet worden. Und ja, jetzt haben wir sie auf jeden Fall. Was das Ganze noch mit sich bringen wird, werden wir ja dann sehen. Ob es natürlich vor der Season passiert, wissen wir noch nicht. Man kann nur jetzt abwarten, schauen, ob in den nächsten Runden oder auch die Tage was passieren wird. Wenn ja, werden wir es ja sehen. Wenn nicht, dann nicht. Ganz einfache Geschichte. Aber auf jeden Fall nice. Aber das Event ist schon so schnell vorbei, das gibt's gar nicht. Ich denke mir halt auch nur so, das kann doch gar nicht sein, dass das Event so schnell vorbeigegangen ist. Oha, eliminieren. Okay, das könnte easy sein. Ja, Bro, jetzt hast du Probleme, ne? Schluss mit lustig, mein Junge. Jetzt ist Schluss mit lustig hier. Wurde auch mal Zeit, dass der Typ endlich mal hier gerechtfertigt mal geht, ne? So. Wie ihr seht, ich habe auch nicht mehr so viel übrig. Das Mosaik muss ich eigentlich nur noch vervollständigen. Da muss ich halt jetzt noch die restlichen Teile dafür einsammeln, deswegen der Livestream, den ich noch machen möchte. Aber auch von den Leveln her möchte ich einfach noch vervollständigen, einfach diese Season noch Level 200 grinden. Sollte nicht allzu schwierig werden. Wird eigentlich relativ, glaube ich, ja, easy vonstatten gehen, würde ich jetzt nicht sagen. Aber halt, es wird schon noch ein bisschen Arbeit sein, aber jetzt nicht mehr so heftig. So, Kollegen. Ah, jetzt ist der Schluss. Ah, Ruhe. Schade, aber das zählt nicht als Schaden. Wäre ja auch zu easy gewesen, wenn es so leicht vonstatten gehen würde, ne? So, jetzt muss ich mir erstmal den Billy wieder gönnen, weil ich Schaden genommen habe. Die Medikits, die kann ich gleich wieder mitnehmen, sobald ich oben war. Oh mein Gott, Digga. Weg hier, echt. Die letzte Mission nehmen wir noch mit rein. Ja, das nehmen wir noch mit. Kurz den Biggie noch reinpfeffern hier. Ein Gegner noch killen und dann sind wir durch. Cool. Geht doch schneller, als ich erwartet habe, ne? Dankeschön. Jetzt habe ich alles full. Ah, das sieht so schön aus, Leute. Eieiei. Sieht das schön aus. Von nahen sieht es natürlich cool aus, aber sieht auf jeden Fall nice aus. Ah, wir können gerade hier in der Zone bleiben. Ist gerade sogar in der Zone. Oh, da unten ist unser letzter, den wir holen können. Komm her, mein Junge. Du bist der letzte, den ich brauche. Komm her, komm her.
Dankeschön. Oh, noch Mosaikstücke. Die nehme ich gerne. Dankeschön. Die nehme ich sehr, sehr gerne. So. Ja, so sieht's auf jeden Fall aus. Eliminiere gegnerische Spieler mit Pistolen oder Scharfschützengewehren. Oh, das wird eine ganz ekelhafte Mission, sage ich. Wie weit ist das Mosaik bei mir eigentlich? Oh, nicht mehr viel, nicht mehr viel. Ich bräuchte nur noch bald 60 Stückchen, dann hätte ich's. Sehr stark. Will ich auf jeden Fall auch noch schaffen. Würde ich auch noch schaffen, sage ich ehrlich. Oh, Pistole, sehr gut. So, da hätten wir schon die Pistole. Brauchen wir nur noch ein paar Gegner, die es mit uns aufnehmen wollen. Und dann könnten wir rein theoretisch, ja, auch schon unsere Mission machen und dann fehlt eigentlich nur noch das mit dem Mosaikstückchen. Cool. Sehr, sehr nice. Wie das aussieht, wie mächtig das aussieht. Boah. Da drüben fährt einer, der fährt hier rüber. Der wird zur Insel Selfcore. Der sitzt da drin, ich sehe ihn. Ach, der muss sein Auto auftanken, aha. Interessant. Ach. Okay, die ist da. Er kommt rüber. Selfcore jetzt. Er wird jetzt safe rüberkommen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, er kommt rüber, er kommt rüber, er kommt rüber. Here we go, here we go. Sobald er drüben ist, werde ich ihn anschießen. Bro, er schießt einfach da drauf. So, jetzt mal kurz warten, bis er kommt. Tja, Satz mit X, das war wohl nix. Da war's vorbei gewesen, schneller als er wollte. Hä, das ist doch eine Pistole, Digga. Der Schild ist doch wie eine Pistole, oder nicht? Muss ich nicht verstehen, die Logik, aber gut. Ehrenlos, dass FN das nicht als Pistole ansieht. Schade einfach. Als ob das gerade nicht als Pistolenkill gezählt hat. Ich hab doch nur mit der Pistole auf den drauf geschossen, Digga. Als ob das nicht als Pistolenkill gewertet worden ist. Ist ja low, Digga. Also ich weiß nicht, was ich euch dazu sagen soll. Das ist schon echt unfair. Vor allem, weil ich mir so Mühe gegeben habe. Finde ich schade. Ach, Bro, da sei mir doch gegönnt, Couscous. Erstmal wieder full Schild hier. Also mit einem Win wäre jetzt schon saftig knaftig, hier die Runde zu beenden, sag ich euch ehrlich. Okay. Was sagt denn nun?
und zieh das da unten. Ich weiß leider nicht, wo hier irgendwo jemand hängt. Zumindest sehe ich bis jetzt mal keinen. Okay, es sind nicht mehr viele Leute übrig. Es sind noch 8 Gegner übrig, krass. Frage nur wo. Oha, 7. Wenn das so weitergeht, muss ich bald gar nichts mehr machen. Dann bin ich raus. Kann ich gefühlt denen die ganze Arbeit überlassen? Das kann doch nicht sein, Digga. Das kann doch nicht sein. Wo hängen die alle? Bro, die kennen sich gerade alle. Und das, obwohl ich gar nicht hier, gar nicht am Start bin. Es geht nah. Yo, nur noch 4 Leute. Was ist denn hier los? Bro. Hä, das ein Medaillonträger ist da noch. Lol. 5 Leute muss ich damit eliminieren. Okay. Wo chillen die alle? Chill nicht hier. Hä? Logik. Ich möchte auf jeden Fall nicht auf mich aufmerksam machen, deswegen jump ich so, dass mich keiner bemerkt. Okay, jetzt schauen wir uns mal um hier. Der eine, habe ich gesehen, chillt hier irgendwo beim Kolosseum. Ja, die fighten da drüben, was? Kein Wunder, dass ich die nicht finden kann. Das ist der Medaillonträger. Sollte mich am besten nicht bemerken, erstmal. Ja, da ist er. Da ist er. Der Medaillonträger. Okay, was hat der vor? Gute Frage, nächste Frage. Will der chillen oder was hat der da vor? Ich raff's nicht. Was soll das werden? Was soll denn das werden, mein Junge, wenn zur Hölle hier ist? Jetzt geht er komischerweise. Hat der eine den da geklappt oder was? Warum läuft der außerhalb der Zone? Was ist das denn? Irgendwie macht es für mich gerade gar keinen Sinn. Wir chillen einfach in der nächsten Zone. Sag ich euch ehrlich, so wie es ist, ich habe keinen Bock mit dem Typen Hackmack zu machen. Wir gehen direkt in die nächste Zone. Wie gut, dass ich Sturmvorhersage habe. Somit kann ich in der nächsten Zone chillen und mir schon mal einen Turm bauen. Weil da bin ich einfach safer als die anderen. Weil ich einfach schon im nächsten Ring hänge. Ja, das ist hier. Nicht zu hoch bauen, ansonsten findet er uns gleich.
Tja, dagegen kommst du nicht an. Glück gehabt. Na gut, Leute, dann will ich das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat mir gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne Daumen nach unten lassen, Leute, würde ich ebenso freuen. Und gerne Kommentar da lassen. Ihr wisst, es ist mir Kommentar immer gerne durch. Ich würde sagen, haut rein, euch noch einen wunderschönen Tag an der Stelle. Und bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.